Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Gladius Relics of War. Oh, der Typ hier, der gibt mir gehörig auf den Zeiger, die ganze Zeit ist er schon hier. Warte mal, was mache ich eigentlich hier an Schaden mit der Melterbombe? Nicht genug, also knüppeln wir mit dem Energiehammer drauf. Bäm. So, den kriege ich leider nicht kaputt. Was tragisch ist. Guck mal, wie viel Schaden die genommen haben. Die haben 10 Schaden genommen. Ich glaube, die bekommen 2 Schaden pro Modell. Es ist Wahnsinn, da durchzugehen. Du kannst mit Infanterie dadurch nicht angreifen. So, die Verweser gehen mal wieder hier zurück. Ihr geht wieder dahin. Wie gesagt, ich denke, das ist das Beste, das hier einfach zu verteidigen. Wir sind überall nur am Verteidigen gerade eben. Interessant ist, dass die Space Marines, so wie es aussieht, gerade eben Schwierigkeiten haben, sich gegen die durchzusetzen. Die machen ihren Angriff, habe ich so das Gefühl. Mal wieder dahin. Nur um diesen Typen wieder zu sehen. Glaube ich, so groß, dass ich ihn sehen kann. Die heilen sich immer noch. Dann gehe ich jetzt mal dahin. Wird die halt gar nicht ausschalten, ne? Bitte. So, okay. Und wieder Zug beenden. Da kommt schon wieder der nächste. Er brüllt jetzt an. Ikone der Flammen. Funkelnde Energien umspielen diese Ikone und umgeben die Waffen der Gläubigen mit mutagenen Flammen. Das sind mutagene Flammen. Flammen, die Mutation hervorrufen. Das widerspricht allem, was ich mir vorstellen kann. Aber so soll der Chaos auch sein. Maximale Verwirrung. Warte mal, kann ich das jetzt eigentlich auch sehen? Hat der das jetzt hier irgendwie Außenposten? Würdiges Opfer. Artefakt der Alten, Artefakt der Alten. Held, klar. Zusätzliche Infanteriepanzerung. Warpflut. Veteran des langen Krieges. Mal des Zinsch. Dunkle Pracht. Kristalliner Körper. Nee, das kann ich nicht sehen. Also wie gesagt, wir ziehen uns hier zurück. Ich sehe hier keinen Grund, hier zu bleiben. Gar keinen. Nicht mit Infanterie. Da kann ich, also das ist der Punkt, wo man endlich mal anfangen könnte, über Rhinos nachzudenken, um solche Positionen anfahren zu können. Lol, echt jetzt? Geh jetzt mal dahin und halte diese Position. Dann diese Position ebenfalls. Und hier im wahrsten Sinne des Wortes sind wir jetzt hier echte Heckenschützen, ne? Und hier überspringen wir auch wieder. Wir können wieder eine Forschung wählen. Inferno-Raketenwerfer, ja, Chaos-Rhinos, vereint mit den Waffen, erhöht den Schaden von Nahkampfwaffen. Ja, das kommt mir wieder mal gelegen, ne? Macht den Helden noch stark. Ach so! Da oben ist das Teil. Ah, okay. Seelenfeuer. Eine Ikone. Kann ich das jetzt einfach so einem Charakter geben? Also ich ziehe mich jetzt erstmal nochmal weiter zurück, ne? Das muss klar sein. Ich weiß, wir haben nicht viel Punkte, aber kann ich das ihm geben? Kann ich nur ihm geben? Gute Dienste habe ich jetzt hier als Errungenschaft bekommen. Plasma-Pistole, Energiehammer. Guck mal, ob ich jetzt diese Fähigkeit hier irgendwo sehen kann. Noch sehe ich sie nicht. Könnt ihn sehr OP machen. Könnt ihn wirklich sehr OP machen. Okay, also erstmal diese Position hier halten. Ihr seid die Verweser. Ihr geht dahin. Ihr geht da rein, um euch zu heilen. Die überspringen wir hier. Verteidigungshaltung. Und wieder einmal nur Städte befehligen, wo wir wieder mal nichts tun können. Also auf jeden Fall der Angriff gerade eben auf die... Wisst ihr, ich lasse die mal machen, wenn die sich gegenseitig hauen. Wie heißt es immer so schön quasi, hindere deinen Gegner nicht daran, wenn er gerade eben dabei ist, einen Fehler zu begehen. So, heilen. Und
halten, zurückziehen und. Ich habe diese Seelenfeuer gar nicht. Also es macht einfach noch zusätzlich irgendwie das oder wie? Erscheint diesen Schaden jetzt einfach noch irgendwie zusätzlich zu machen, auch wenn es nicht dasteht. Gerade mal, hier habe ich noch das Heilungsset. Ich jetzt auch nicht, warum ich das einsetzen. So, diese Stadt hier kann ich jetzt wieder weiter befehligen. Wir können den ersten Chaos-Rhino produzieren, wenn wir wollen, oder wir machen einfach weiter und sagen, komm. Erstmal wird jetzt hier die Fabrik ordentlich aufgestellt. Was aber auch nur Erz als Unterhalt. Also ich kann auch einen bauen. Hab ich mal einen. Dann kann ich vielleicht sogar da oben durchfahren. So, hier haben wir jetzt immer noch wenig Loyalität. Der Hammer. Ne, halt. Ich sehe jetzt, ich muss erstmal andere Dinge tun. Ich muss jetzt das da bauen, damit ich mehr Bevölkerung haben kann, damit das überhaupt ja alles bewirtschaftet wird. Und die sind immer noch nicht am Start. Okay, Zug beenden. Da geht's echt ab. Ich will aber den Chaos Space Marines da gerade eben gar nicht helfen. den Space Marines meine ich. Ich bin ja schließlich der Chaos Space Marine. Also warum soll ich da irgendwie eingreifen? Sehe ich einfach nicht. So, wieder eine Stadt befehligen, überspringen, Zug beenden. Einfach mal die KI sich gegenseitig zersägen lassen. Oh, jetzt ziehen die sich hier wieder zurück. Jetzt wissen sie, dass wir da sind. Oh Mann. Habe ich schon oh Mann gesagt. Okay, wir ziehen uns besser hier wieder zurück. Das war nur halb so witzig, wie ich gedacht habe. Seht ihr warum? Ach, du ahnst es nicht, was die alles haben. Run! Ich hoffe, dass die jetzt hier das überleben. Du gehst da rein und heilst dich dann. Du heilst dich einmal hier. Und hier ist jetzt wieder was fertig. Jawohl, jetzt machen wir plus 2 Loyalität. Jetzt können wir gleich wieder übergehen und ein weiteres normales Gebäude. Bevölkerung planten. Nur damit unsere Loyalität wieder zum Teufel geht. Und im Norden kommen die Orks. Okay. Die haben jetzt anscheinend jetzt hier wirklich auf dem Rückzug erwischt. Und die Einheit ist down. Oh, fuck. Okay, wir müssen zurückfallen. Das sind einfach zu viele. Zu viele und sie haben fetten Reichweitenvorteil. Der ist auch schon auf einen Mann runter. Ah, lauf, 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 lauf. Intensivhaltung. Springen. Rückzug. 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 Kämpft ihr ruhig da unten gegeneinander, aber lasst mich da raus. Lasst mich da einfach raus. Ich habe damit nichts zu tun. Geht mich einfach nichts an. Dass das Haus da nicht schießt. Nur in Artilleriereichweite, ne? Ja, ist nur in Artilleriereichweite. Geilo. So, ihr Verweser, ihr könnt. Sind unterhalb der Klippe, deswegen kann ich da wohl nicht drauf schießen. Okay. Du ziehst dich jetzt hier komplett zurück. Heilst dich an der Stelle. Du. Kannst Granaten werfen. Jawohl. Das ist lustig, das scheint irgendwie so Granaten zu sein, die aus der Luft wirken oder so. Da kann ich nicht. Doch, das kann ich machen. Pöff. Wieder eine Einheit ausgeschaltet. Hier überspringe ich wieder. Hier beziehe ich wieder Stellung im Busche. Mir alles zu heiß, nachdem ich jetzt diese Einheit hier verloren habe.
Hier bauen wir weiter, okay. Ich baue noch erstmal noch keine weitere Einheit nach. Ach, guck mal, wer da kommt. Hier reagiert es immerhin auch mal die Stadt. Und er greift gleich die Stadt an. Na gut, seems legit. Vereint mit den Waffen. Für Soldaten ist es normal, eine enge Bindung zu ihrer vertrauten Waffe aufzubauen. Die Marines der Verräterlegion sind jedoch einen Schritt weitergegangen. Im Laufe der Jahrhunderte sind die Truppen des Adeptus Astartes buchstäblich mit ihren Waffen verschmolzen. Sie wurden eins mit ihren Schuss- und Klingenwaffen, wodurch sich ihre Effektivität exponentiell erhöht hat. Okay. Exponentielle Funktionen. Bum, bum. Meltern wir sie? Wir meltern sie. So, dann gehen wir mal mit dem da hoch. Die sind ja schon wieder fast so weit. Überspringen wir. Euch heilen wir. Ihr nehmt diese Position ein. Euch heilen wir. Ist halt trotzdem so, dass wir halt saumäßig Schaden kassieren durch jeden Angriff, ne? Ich noch mal ein Havoc und Chaos Space Marine. Die Havocs haben halt echt wenig Leben. Ich mache noch mal eine Chaos Space Marine Truppe. Ich will eine Forschung wählen. Entschuldigung. Und jetzt hätte ich gerne mal Warp Talons. Ich hätte die einfach gerne mal. Das klingt einfach witzig, diese Infanterieeinheit für den Nahkampf, die unwegsames Gelände überwinden und arglose Gegner blenden kann. Gucken, ob die irgendwie den Cornies überlegen sind oder das Wasser rein können. Ich meine, sie sind ein höheres Tech-Level. Annehmen, dass sie ihnen überlegen sein sollten. Und wieder ist es die Stadt. Oh shit. Oh, die machen jetzt aber echt einen harten Vorstoß hier. Das ist ein gemeiner Vorstoß. Rückzug. Rückzug. Und wo wir gerade bei Rückzug sind, kann gegen diese Fernüberlegenheit, das sind halt drei Basilisken, die sind, das ist halt einfach eine OP-Kombo. Kann ich nicht viel dagegen machen. So, wie viel Schaden machst du in dem? Auch schon ein bisschen. Puff. Kann man mal machen, diesen Schaden. Du machst das jetzt hier noch. Zack, zack. Ah, meine Rhinos sind da. Können sich selbst reparieren. Oh, okay, ich glaube, ich habe diese Rhinos falsch eingeschätzt. Da oben sitzt ein Chaos Space Marine drin. Machen 2,3 Schaden, haben keine Rüstung, also es ist wirklich nur ein MG. Angriffe, Panzerungsdurchschlag, bla 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 bla. Okay, und der kann halt wirklich nur die verbessern. Die gelten nicht als. Hat ein Fahrzeug, es ist kein Champion des Chaos. Eine Reichweite hat der. 2. Dann nimmst du mal hier die Defensivstellung ein. Du heilst dich hier nochmal zu Ende. So, und ich weiß, wo ich gerade eben so gut drauf bin, machen wir jetzt hier einfach mal eine dritte Werkstatt hier hin. Und dann haben wir hier eine richtig gute Fahrzeugproduktionsstätte. Ich muss auf die Energie achten, wie ich gerade eben sehe. Wir sind jetzt schon wieder bloß noch bei plus 1. Da kommen schon wieder Orks an. Wie sind die eigentlich auch? Weil das ist ja. Genau, das wollte ich sehen. Wenig Schaden, ey. Der scheiß Flieger. Ja, die Orks haben sich schon sehr gut entwickelt. Wenig Schaden, sehr wenig. Macht das nur Schaden oder verwirrt ihn das auch? Es macht nur Schaden. Da mache ich am meisten. Ja, auf das Abwehrfeuer kann ich verzichten.
Flieger sind halt echt nervig. So, du kannst da noch drauf ballern, auch wenn es nicht viel bewirkt. Aber wirklich überzeugend tun die Rhinos mich gerade eben nicht. So schwer angeschlagen. Ich habe das gar nicht gesehen gehabt, wie schwer. Bleibt jetzt erstmal hier und behaltet hier die Stellung. Ich will keinen weiteren Rhino gerade eben bauen. Springen. Tütüt, fährt er wieder weg. Das ist halt echt Tütüt. Und die hauen es ja auch wieder ab. Na gut. Und gemerkt, sie haben nicht die Kampfkraft, um das jetzt hier gerade eben zu machen. Dann. Dann gehst du da hin, du gehst da rein und heilst dich. Er geht dahin und er geht dahin. Ihr heilt euch. Da sind meine Chaos Space Marines. Pünktlich geliefert. Und jetzt geht's hier. Okay, wir haben dieses Gebäude fertiggestellt. Was wäre denn das Sinnvollste, was wir als nächstes produzieren könnten? Wollen wir nochmal Nahrungsmittel produzieren? Haben wir hier noch gar nicht in Angriff genommen. Oder nochmal so eine Forschungsanlage, die aber. Nee, wir brauchen Energie. Wenn ich die Energie da oben bauen. Hier kann ich auch Energie bauen. Jawollo. Und hier, ja, wie gesagt, den Panzer will ich nicht bauen. Nicht im Moment. Was? So eine schnelle Runde. Ist ja gar nichts passiert. Überraschend. So, hier wird regeneriert, hier wird Stellung gehalten. Ihr seid endlich wieder am Start. Sauber. Warte mal, ich will mal was gucken. Kann ich euch ein Mal geben? Ihr habt ja irgendein Mal müsst ihr euch was bringen. Also wie gesagt, das bringt ihnen gar nichts. Slaanesh bringt ihnen nicht wirklich was. Mal des Siege würde ihnen Schadensreduktion geben. Warte mal, was bringt das? Eine Ikone? Nur auf Reichweite 1. Das ist eine reine Nahkampffähigkeit. Fähigkeit verleiht in jeder Runde bei Angriffen Seelenfeuerschaden zu verursachen. Es steht dran nur Reichweite 1. Mich würde aber echt interessieren, ob das nicht doch geht. Kann ich das Ding geben? Nee, kann ich nicht. Ich muss ihn Feuer das Mal des Zinsch geben. Dann haben sie Reduktion von Schaden. Ich glaube, Reduktion von Schaden bringt bei denen mehr als 20% mehr Leben. Und mal ehrlich, die haben zu wenig Leben von Haus aus. Den gebe ich ihnen lieber die Schadensreduktion. Ich denke, das ist einfach das Mal des Zinsch einfach bei solchen Einheiten besser. Hier. Ihr seht also, die Chaos Space Marines fangen schon mit 15 Hitpoints an. Gut, die haben gleich viel Hitpoint, aber es sind halt drei, zwei Mann mehr, ne? Jedes Modell hat drei Lebenspunkte. Das macht dann halt einfach dann schon einen gewissen Unterschied. Beenden. So, du gehst jetzt wieder hier hin, hast natürlich jetzt hier wieder diese formidable Situation. Okay, die haben jetzt gerade ein bisschen was gefressen. Und jetzt möchte ich ihnen mal hier die Ikone der Flammen geben. Seelenfeuer machen die jetzt. Ich frage mich halt, ob ich das jetzt sehe. Ich glaub's ja nicht. Doch, da war gerade eben so ein Flammensymbol. Seelenfeuer! Wie geil! Es funktioniert! Das ist ja super! Ey, ist das geil, ey. Okay, das ist jetzt wiederum cool. Das heißt, die bekommen jetzt einen Dot, der ihnen nochmal 1000, 1,5 Schaden verursacht und zwar zwei Angriffe dadurch. Dann eine Genauigkeit von 12, was 100% ist.
Okay, das ist deutlich besser, als ich es erst für möglich gehalten habe. Also diese Fernkampfeinheiten, denen sollte man dann Siege geben. Ah, komm, heil du dich noch mal eine Runde weiter. Du kannst schon mal da hingehen und ihn einfach platt hauen. Aber wir haben gesehen, es geht. Es ist ein bisschen verwirrend geschrieben, aber es geht. Und er macht ja auch Seelenfeuer. Das finde ich jetzt geil, oh. Das heißt, dass die halt unter Umständen noch auf dem Rückzug draufgehen können. Was, dann gebe ich denen jetzt auch mal hier das Mal des Zinsch. Und denen gebe ich das Mal des Zinsch. Ah, das ist dann die Abklingzeit von einer Runde. Ich vergesse das immer wieder. So. Start überspringen. Start überspringen. Zug beenden. Okay, also meine ganzen Havocs sollten mal das Zinsch bekommen. Und jetzt haben wir die Warp Talons. Wenn eine Meute Warp Talons aus dem Warp tritt, wirkt es für alle auf dem Schlachtfeld darunter, als erschienen rachsüchtige Dämonenkrieger aus explosiver Weise und schlagartig aus dem Nichts. Wie fleischgewordene Albträume fallen die Warp Talons von Warp-Feuereruptionen begleitet über ihre Opfer her. Die haben auch genauso viele Leben wie die normalen Space Marines. Moral 8. Transporterfelder. Was? Oder für Gegenstände 0? Waffen 10. Okay. Wir haben also 10 dieser Waffen, die 2,6. Okay, das ist natürlich was. Energieklauen haben sie. Ja, in jeder Hand haben sie eine Energieklaue. Haben einen mittelmäßigen Panzerungsdurchschlag. Sind auch Veteranen logischerweise. Sind Dämonen haben dadurch eine. Oh, eine Unverwundbarkeitsreduktion. Erhöhte Panzerung. Da. Hier diese ganzen Boni noch. Und so viel können die gar nicht mehr werden. Können die gar nicht mehr lernen, oder? Abwehrfeuer, passive Aktion, Warpgleisen. Verbraucht Bewegungspunkte, fliegt über Hindernisse hinweg zum Zielfeld und blendet angrenzende feindliche Infanterie. Die geblendete Einheit erhält minus 50% Genauigkeit. Aber die kosten halt jetzt Energie als Unterhalt. Ja, ich habe befürchtet, dass dieser Moment irgendwann kommen würde. Okay, liebe Leute, dann sage ich jetzt mal vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir machen dann beim nächsten Mal weiter hier. Bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und.